Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. So, ich habe die Geschichte hier so ein bisschen umgebaut. Moment. Ich zeige euch das mal ganz schnell. Ihr seht es schon, ne? Ich bin jetzt von hier umgezogen nach hier hinten. Ich habe dann auch den Geistreiter hier hinten hingesetzt, so wie ich das da habe, so dass das hier also quasi identisch ist. Hier kann ich leider noch nichts machen, da fehlen uns die entsprechenden Leute für. Immerhin haben wir jetzt erreicht, also der Bestürzte ist nicht mehr bestürzt. Wir haben 60 Zufriedene, 41 Neutrale. Das ist immer noch nicht optimal, aber wir sind auf einem besseren Weg. Ein, zwei Lampen habe ich versetzt und zwei neue gesetzt. Jetzt haben wir immerhin 86% der Wege beleuchtet. 101 Bewohner, also alle sind durch Glauben, durch nahe Gebäude entsprechend abgedeckt. Und wir haben immerhin Gesundheit für 60 Einwohner durch nahe Gebäude. Daran hakt es natürlich im Augenblick, das ist ganz klar. So, wir sind aktuell wieder Kleinstadt der Lüfte. Das waren wir ja schon mal ganz kurzfristig. Den Titel haben wir jetzt wieder erlangt. Und war das die Geschichte, die wir uns... Ja, genau. Wir widmen uns anderen Geschichten, Ansiedlungen. Wir sollten vielleicht mal so langsam wieder nach Kohle gucken. Oder ist das da hinten? Das nicht genau erkennen. Hier. Da hatte ich vermutet, dass das ein Königreich sein könnte. Und da vorne ist noch eins. Also wurde ja hier schon angedroht, ne, dass Kohle hier nicht so reichlich vorhanden ist. Unbekannte Ruine, was bist du? Aber dass wir hier gar keine finden, das ist zumindest bis jetzt. Also nicht mal so ein paar Krümel. Wäre ja schon mit kleinen Einheiten zufrieden, die uns so ein bisschen, ne, wieder nach vorne bringen. Uns ein bisschen Zeit abkaufen. Aber wenn hier so also alles Mögliche ist hier gegeben. Dickicht ist, glaube ich, hier. Wasser haben wir so gar nicht so das Problem. Was ich jetzt persönlich nicht falsch finde. Goldene Kugel. Oh, wir entdecken ein Objekt, das im Sonnenlicht glitzert und von Ruinen umgeben ist. Als wir uns nähern, offenbart es sich als glatte Kugel. Sofort erkennen wir sie als eine der goldenen Kugeln vom Planetarium der Nomaden. Genau. Dieses wundersame Bauwerk der Alten würde unserem Königreich immens helfen. Umsichtig hieven wir die Sphäre auf unsere Plattform und frohlocken, dem Planetarium des Nomaden einen Schritt näher zu sein. Unsere Herzen machten an jedem Tag Freudensprünge, denn die Geheimnisse der Welt waren nie greifbarer. Auszug aus die Wunder von Muluab, den zweiten Chronisten. Wir kehren nach Hause zurück. Ja. So. Wie? Was? Nein. Alles gut. Ich kriege im Augenblick die Steuerung nicht hin. Das ist ein viel größeres Problem. So, jetzt aber. Jetzt ist die Maus. Die Maus weg gewesen. Quasi. Ich glaube, ich bin ganz kurz hier mal mit OBS beschäftigt oder so. Keine Ahnung. Da ist schon wieder so eine Ruine. Hallo? So weit weg. Wir schicken Arbeiter hin. Und ich nehme alles, was ich irgendwie kriegen kann, in der Richtung mit. Da ist Wasser. Hier ist irgendeine andere Ressource, die wir nicht brauchen. Was ist das? Dickicht. Brauche ich auch nicht. Das ist Baumwelt. Ach ja. Da können wir mal ganz kurz gucken. Das müsste sein, rein theoretisch, Ressource. Lehm, Glas, Eisen, Kohle, Bauernhof. Haben wir nicht. Lagerung, das ist. Oh, nee, nichts abreißen, Gottes Willen. So. Ja, ne, also wie gesagt, ihr habt es gesehen, haben wir nicht. Was? Wie? Wo? Was wurde gefunden? Relikt gefunden? Ja. 4 Stück. Gut. Bin ich mit zufrieden. So, wir machen uns hier mal Richtung Königreich auf den Weg. Auf den Weg ins Königreich. Machen wir uns da mal so ein bisschen näher ran. Wir pirschen uns heimlich ran. So, wer bist du denn? Oder vielmehr, wer seid ihr denn?
Hurra-Bucht. Wir fliegen auf... So, das geht jetzt nicht. Wir fliegen auf eine kleine Ansammlung von Inseln zu. Bauwerke im Nebel haben unsere Neugier geweckt. Als wir uns nähern, vernehmen wir laute Schreie und machen uns auf das Unbekannte gefasst. Wir sind aggro. Doch als wir beinahe ankommen, erkennen wir, dass die Schreie in Wahrheit Jubel sind. Oh, Hochrufe dringen durch laute Hurras und gellendes Gelächter. Die Untiefen haben uns erwartet. Ach was. Und konnten ihre Freude nicht zurückhalten. Denn sie kennen die Prophezeiung und wissen, dass das Königreich der Lüfte ihnen helfen wird. Ja, ja, das machen wir, das machen wir. Die Legende vom Königreich der Lüfte war in diesen Landen zu einem Credo geworden. Denn in der fernen Vergangenheit waren sie reich und wohlhabend gewesen, aber durch Übermaß sanken sie in die Untiefe. Was kann passieren? Doch das Königreich der Lüfte sollte einen Neuanfang für alle einläuten. Aus Tagebüchern unserer Reisen von Mulo ab den zweiten Chroniken. Musik erfüllt die Luft. Mission? Was? Soll ich jetzt hier musizieren oder was? Musik erfüllt die Luft und feiert unsere Ankunft in der Korra-Bucht. Doch in die Melodie mischt sich Kummer. Was? Wir erfahren, dass die Koraler ihr Meisterwerk, die Prachthafe, beinahe fertiggestellt und sie dann an die Stürme verloren hatten. Oha, es stürmt hier also. Der Kahn mit dem Instrument und den letzten nötigen Baumaterialien war von dem letzten sintflutartigen Wolkenbruch davongespült worden. Und noch immer sind die Lande überflutet. Man sieht's. Wenn wir die Prachthafe finden und in die Korra-Bucht zurückbringen würden, könnte die Harmonie zurückkehren. Dies ist eine Aufgabe für ein Königreich der Lüfte und würde den Korra lernen. Meine Güte. Und uns unsere Prophezeiung beweisen. Ihre Meistermusiker hatten Tag und Nacht an einer Symphonie gewerkelt, die solcher Instrumente würdig war. Doch wenn das Kernstück fehlte, konnten die Harmonien des Liedes nur melancholisch klingen. Also, okay. Aus Geschichten unserer Reisen von Mulab, dem zweiten Chronisten. Wir werden natürlich nach der Prachthafe suchen und so. Und wir hätten hier die Möglichkeit, Technologie zu erwerben. Da schauen wir doch mal, was wir Nettes erwerben können. Wir suchen in der Korra-Bucht nach Technologien. Die Einheimischen schätzen die Werke der Alten, aber sie sind bereit, einen alten Mechanismus gegen einen anderen zu tauschen. Okay. Aus den Symbolen der Alten, da kam ein Rhythmus auf. Und diesen wollten die Einheimische der Korra-Bucht unbedingt entdecken. Die haben es wieder Musik, eindeutig. Auszug auf Königreich unserer Zeit von Bruderhaft der zweiten Chronisten. Ballon. Erzeugt Auftrieb, um uns in der Luft zu halten. Geringe Kosten, kein Treibstoff, ein Arbeiter weniger. Kaufen für 10. Eine Hanfweberei. Schau mal, guck. Verwandelt Baumwolle in Stoff. Arbeiter wohnen wegen der Abgase nicht gerne in der Nähe von Hanfwebereien. Benötigt 2 Auftrieb. Baukosten 15 Holz, 3 Arbeiter. Kaufen für 5 auf jeden. Begrünung. Schafft eine behagliche Atmosphäre. Schafft eine behagliche Atmosphäre für die Einwohner. Plus 1 Geborgenheit. Um weniger angenehme Bauwerke auszugleichen. Aha. Lässt sich unendlich oft verbinden, sodass nur ein Teil an einen Weg angebracht werden muss. Okay, benötigen 0,5 Auftrieb. Baukosten einmal Stoff. Hm.
Begrünung aus Stoff. Kaufen für 8 nehmen wir mit. Natürlich nehmen wir auch den Balkon, vor allen Dingen den Ballon mit, weil wir haben, haben wir. So, sehr schön. Wir fragen nach anderen Dingen. Moment mal, Ressourcen handeln. Warte mal, das erste Mal nicht, dass ich hier, wenn ich hier Kohle, jetzt ich. Ich verstehe. Ich habe so viel Holz. Wir knallen uns hier voll. So. Das war da. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so im. Cool, dass das geht. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Was kann man sonst noch kaufen? Eigentlich alles. Okay. Sehr schön. Gut, wir widmen uns anderen Angelegenheiten. Wir kehren nach Hause zurück. Dann haben wir das Problemchen auch schon mal aus dem Weg. Ne? Und jetzt können wir hier auch eifrig wieder Holz und so uns liefern lassen. Zur Not vielleicht auch selber wieder ein bisschen schlagen, wenn es denn sein muss. Damit sind wir aus dem Schneider. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. So, wir müssen Dinge finden. Oha. Angeblich hier irgendwo. Okay. Dann machen wir uns doch direkt mal auf den Weg. Hallo? Auf den Weg machen wäre schön. Ich würde mich so freuen. Ja, man kann nur Sachen kaufen. Ja. Dann ist immer mal wieder das ein oder andere. Wir halten. Wir haben 6 Untätige. Ich könnte natürlich theoretisch hingehen und hier noch so einen weiteren Heiler hin, Geistheiler hinsetzen. Dann hätte ich noch einen für einen Flieger. Das ist und für alles andere. Das ist nicht viel. Das ist im Prinzip ist das nichts. Eine unbekannte Siedlung, die ist noch zu weit weg. Inmitten einer Ansammlung von Bäumen im Sumpf erblicken wir eine Gruppe Siedler bei der Arbeit. Vielleicht möchten einige Teil unseres großen Rats werden. In der Jauche der Untiefe war Nahrung nur schwer anzubauen. Dennoch überlebten diese Siedler im Einklang mit ihrer Umgebung. Aus Geschichten der alten Siedler von Mudab, den zweiten Chronisten. Wir suchen nach Überlebenden. Moment, ich hab. Das müsste also gehen. So, Edson Ohm will unbedingt mitkommen. Du bist mir willkommen. Und auch Juvo Baba hat es satt, da in der Jauche rumzukramen. Auch den nehmen wir mit. Was ist mit ihm? Er ist jetzt schon am Meckern, den wollen wir nicht. So, wir gehen nach Hause zurück. Sehr schön. Ja. Macht jetzt 3 für den Flieger. Da hinten eine unbekannte Ruine. Da düsen wir auf jeden Fall hin. Wir müssen eh in diese Richtung. Von daher ist das jetzt erstmal nicht so ganz schlimm. Was mit dem Kohle kaufen? Oder haben wir Ressourcen kaufen? Ich hatte das vollkommen aus dem Blick verloren. Ich bin so auf Selbstversorgung getrimmt bei solchen Spielen, dass ich das so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich sitze, glaube ich, ein bisschen tief, kann das sein. So, wir steuern immerhin schon mal hier auf dieses Gebiet zu, wo wir die Harfe vermuten. Jo. Huch. Technologie. Auftrag um 50% verbessert. Sehr schön. 270. Okay. Pausieren wir ganz kurz. So. Ja. Also hier geht nichts mehr. Was haben wir hier? Oh ja. Oh ja. Unbedingt. Egal, was auch immer jetzt anderes noch so sein sollte. Auch jetzt hier von wegen irgendwie Weberei. Wir müssen erstmal unbedingt da die Geschichte machen. Das ist. Drückt doch sehr. Ach, wieder eine ewige Schmiede. Ja, komm, hier geschenkt. Da drum gepinselt, da weiß ich nicht. Ganz nett, aber kann man ja vielleicht mal wieder irgendwann machen. Was ist da?
unbekannte Siedlung. Und hier? Relikte. Reliktwurm. Ja, da hinten? Also zu entdecken gibt es hier schon Sachen. So ist das nicht, ne? Was ich gut finde, ist, dass hier Wasser jetzt nicht so ganz wenig ist. Und wir sollten auch mal wieder so ein bisschen Wasser tanken. Ich meine, wir haben zwar noch 118 Liter, aber 118 Liter sind jetzt nicht, das sieht sehr viel aus, ist es aber nicht. Und da sind gerade mal 96 zum Aufrüsten. Und wir haben ja auch schon wieder viele Leute, also was heißt viel, also so ein paar Leute dazu bekommen, ne? Und ja, ja. Relikte gefunden. 4 Relikte. Cool. Sehr schön. Dann, Moment, was hatten wir hier? Eine kleine Siedlung? Über den Gewässern erblicken wir eine kleine Ansammlung von Häusern. Vielleicht möchten sich einige, möchten sich uns einige der Siedler anschließen und ihren Sumpf verlassen. Obwohl die hiesigen Gewässer größtenteils untrinkbar. Obwohl die hiesigen. Achso, das ist das wieder mit dem Waren. Ja, ja, das kennen wir schon. Geschenkt. Wenn ich mich wieder 10.000 Mal verlese, lassen wir das mal schön. Wir nehmen mal den Karot. Wir hatten doch schon einen Ohm. Ich weiß nicht mehr den Vornamen, aber irgendwie Ohm kommt mir bekannt. Der will unbekannt. Komm, du kommst mit. Dann kannst du dich mit den anderen Ohm zusammentun. Da, Luiso, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Der kommt auch mit RCS und nö. So. Ja, ich muss hier rekrutieren. Ne? Habt's ja selber gesehen. So, noch sind sie zufrieden. 60 zufriedene, 45 neutrale. Ich habe da im Augenwinkel da hinten was entdeckt. Eine unbekannte Ruine zu weit weg. Ob das unsere Harfe ist? Wäre ja schön, bin ich denn so halbwegs im Gebiet? Durchaus. Durchaus. So, da ist Wasser, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das könnte schon wieder so eine Siedlung sein. So, wie viel habe ich? Ich habe 10 Untätige. Ja, das würde passen. Da würde ich so einen Heiler da hinsetzen wollen. Wir gucken uns. Siedler auf dem Kahn. Okay. Ein Kahn groß genug für eine kleine Ansiedlung treibt inmitten der Untiefen. Das Treibgut war groß genug für einige Dutzend Einwohner. Was? Wow. Die ihre Ressourcen alleine aus dem Meer bezogen, während sie zwischen den Landen dahintrieben. Aus Tagebuch unserer Reisen von Mulab, den zweiten Chronisten. Wir fragen nach der Korabuch. Oh. Wir fragen nach der Korabucht, denn wir wissen, dass die Koraler ihren Kahn verloren haben. Ja, eben. Die Siedler geben zu, den Verbleib des Schiffs nicht zu kennen, doch sie weigern sich, ihr neues Zuhause aufzugeben. Das war jetzt auch nicht so das Ding. Als wir die Prachthafe erwähnen, wissen sie sofort, worum es geht. Sie hatten das Instrument auseinandergenommen, um ihre Siedlung mit dem Holz und den feinen Seiten zusammenzuhalten. Was? Wie sind die denn drauf? Das ist die Prachthafe. Das ist ein wichtiges Musikinstrument. Das würde die hier... Ich bin sprachlos. Sie erkennen die Wichtigkeit unseres Anliegens und suchen mit uns die verstreuten Teile. Die Prachthafe mag dahin sein, doch wir müssen ihre Teile zur Korabucht bringen. Sicher ist nicht alles verloren. Na, ich weiß nicht. Wenn die da das ganze Teil damit gebaut haben, eigentlich müsste da gar nichts davon übrig sein. Naja, okay. Wir wickeln die Teile ein voller Bewunderung für ihre meisterhafte Bauweise. Obwohl sie nicht mehr eins waren, zeugten sie von größter Handwerkskunst. Aus den verstreuten Tagebüchern von Mulab, dem zweiten Chronisten. Wir werden die Prachthafe in die Korabucht zurückbringen. Ja, Prachthafe zurückbringen ist lustig, was davon übrig ist. Wir suchen nach Übersiedlern. Ja, eigentlich schon.
Ich kann ja mal gucken. Moment. Einige der Siedler scheinen von unserer Vision angetan, doch manche wollen sicher gehen, dass ihr neues Zuhause ein glücklicheres sein wird. Kann ich verstehen. Viele erfreuen sich am Treiben, an Sammeln, Bauen und Reparieren. Es war eine Herausforderung, auf dem Treibgut zu leben, doch für sie war es beinahe ein Spiel. Ich kann das nachempfinden. Aus Geschichten der alten Siedler von Mulab, den zweiten Chronisten. Wir haben zwei, die allerdings unbedingt mitwollen. Einmal der Wota Musa. Abenteuerliche Seele, bla bla bla. Ja, nehmen wir mit. Was ist mit ihm? Mit dem Quint Bedan oder wie auch immer. Oder ihr, keine Ahnung. Frieden, nehmen wir auch mit. So, dann nehmen wir uns unsere. Wir widmen uns wieder unseren eigenen Geschichten. Und wir haben jetzt auf jeden Fall genügend Leute, um hier Dinge tun zu können. Heißt abreißen. Halt. Abreißen. Dito. Dato. Dingdo. Moment. So. Und Kalambo. Keine Ahnung, ich will hier Unsinn. Und dann brauchen wir natürlich Jane-Jüchte, Geistheiler. Ich glaube, ich hatte den so rumgedreht, ne? Ja, müsste eigentlich so sein. So. Die sind noch zufrieden. Da wird jetzt die Prachttafel gebaut. Moment, bevor ich jetzt hier. Moment mal, wir müssen ja wieder. Das ist was anderes. Da sehe ich so was wie eine Windmühle. Wir müssen dahin zurück. Muss ich einmal um mich selbst drehen. So, ach ja, hier, ne, Planetarium des Nomaden. Immerhin 2 von 3 Sachen haben wir gefunden. Idyllische Gärten nur 1 und von der großen Bibliothek noch gar nichts. Wahrscheinlich bin ich 1000 Mal dran vorbeigeflogen. So, einen Moment. Ich bin mal kurz aus der Karte raus und wir müssten uns noch einmal hier so mehr oder weniger um uns selbst drehen. Wir müssen schon mal uns in die richtige Richtung bewegen und die Überreste der Frachthafe abliefern können. Das wird kein Jubeln geben, glaube ich. Bin mir da nicht so ganz sicher, aber Gut. Das werden. Sieht das eigentlich aus? Wir haben so ein bisschen Probleme nach hinten. So, ne, da geht es im Augenblick lang. Dann, ja, das und weiteres werden Aufgaben sein für die nächste Folge, für eine der nächsten Folgen. Ich danke für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Ich danke natürlich auch für dein Dabeisein, für deine Unterstützung. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, wir kommen wieder so ein bisschen voran. Bei mir passiert schon etwas mehr als in den anderen Folgen davor, so die Versorgungsgeschichte. Ich ärgere mich immer noch darüber, dass ich nicht daran gedacht habe, dass wir Ressourcen einkaufen können. Ich habe das vollkommen aus dem Blick verloren. Ich weiß auch nicht. Ja, ist manchmal so. Ja, egal. Okay. Alles gut. Danke. Nutzt und genießt die Zeit.